Herzlich willkommen wieder zu diesem neuen Update-Video. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte hatten. Wir haben gedacht, wir wollen euch einfach mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden halten, was bei uns so los ist in der katholischen Jugendstelle Schwabach. Es hat ja ein neues Schuljahr jetzt angefangen und nach der Sommerpause gingen bei uns auch die Sachen so langsam alle wieder los. Letzten Sonntag war schon der erste WMJ-Abend nach den Sommerferien. Es hat uns sehr gefreut, damit einfach wieder anfangen zu können. Und das wird auch weiter jetzt an jedem ersten Sonntag im Monat wieder sein, abends um 18 Uhr. Etwas, was zum Glück auch wieder anfängt, ist unsere Jugendleiterausbildung. Durch Corona war das alles ein bisschen unterbrochen, aber jetzt legen wir wieder los. Gleich jetzt im Oktober wird das erste Wochenende der Jugendleiterausbildung stattfinden für alle, die so ab 15 Jahre aufwärts sind und die gern irgendwo im Dienst als Jugendleiterin, als Jugendleiter tun möchten. Schaut am besten auf unserer Homepage vorbei, da findet ihr alle Informationen. Ihr könnt euch noch anmelden, ein paar Plätze sind noch frei. Es sind drei coole Wochenenden, die auf dich warten, wo du dich selber besser kennenlernen kannst, wo du natürlich alles lernst, was du für deinen Dienst brauchst als Gruppenleiterin oder als Gruppenleiter und auch wie du vielleicht persönlich ein paar Schritte auf dem Weg mit Gott gehen kannst. Ein Projekt, was noch weiter entfernt ist, sage ich nur ganz kurz, was zu Pfingsten 22. Wir planen wieder ein großes Pfingstfestival nächstes Jahr bei uns, diesmal in Verbindung mit Pfingstfestivals überall in ganz Europa. Also halt dir Pfingsten schon mal frei, schreib es gleich in deinen Kalender rein. Pfingsten 22 kommt auf jeden Fall. Und was unser neuestes und vielleicht gerade wichtigstes Projekt ist, ist unser neuer Jugendgottesdienst. Corona hat ja auch die alten Jugendgottesdienste so ein bisschen unterbrochen. Über ein Jahr lang gab es jetzt keinen Jugendgottesdienst bei uns. Und wir starten einen neuen am Samstag, 9. Oktober, also ja gleich übermorgen um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Pauli in Schwabach. Der Titel ist You Go. You Go, du gehst zusammen mit Gott, du gehst in unsere Gemeinschaft auch hinein in diese Begegnung mit Gott. Und wir möchten da echt durch eine ganz besondere Atmosphäre mit Licht, mit schöner Musik einfach auch möglich machen, dass Menschen Jesus begegnen, auch in der Eucharistie, in Brot und Wein, wo er selber gegenwärtig ist. Also nächsten Samstag 17 Uhr in St. Peter und Paul, unser erster Jugo, wieder nach der Corona-Pause. Wir fänden es echt cool, wenn du dabei bist. Und ansonsten dir wieder einfach alles Gute, Gottes Segen. Wie immer findest du alle Infos auch über das, was wir machen, besonders auf unserer Homepage oder auf unserem Insta-Kanal. Beides blende ich jetzt hier nochmal ein. Alles Gute dir, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.